Guten Morgen zusammen. Es ist gleich 6 Uhr. Ich bin jetzt schon eine Stunde unterwegs gewesen. Also mit dem Auto, nicht zu Fuß. Davon war eine gute halbe Stunde der Weg hier hoch zu dem nächsten Wasserfall. Und alleine die Strecke war schon atemberaubend. Ich habe auch zwischendurch mal angehalten und versucht, das irgendwie einzufangen in Form von Bildern oder zum Filmen, aber das ist einfach nicht möglich. Das sind solche Bergmassive hier und dann die Schluchten und die Farben. Und jetzt mittlerweile hier oberhalb ist es auch sehr, sehr nebelig, wie ihr sehen könnt. Aber auch so kleine schöne Holzhäuser dazwischen und also es ist irgendwie eine mystische Stimmung. 16 Grad, also es täuscht immer so ein bisschen von der Optik. Es ist ja eher Herbst und kalt, aber auch tagsüber sind immer so 17 bis 20 Grad. Und sobald die Sonne rauskommt, ist das richtig gutes Wetter, um Touren zu machen. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Herrlich. Naja, soweit so gut. Jetzt gleich zeige ich euch dann, worum es mir eigentlich geht. Also, wenn ihr mögt, bleibt gerne dran. So, nun gibt es das erste Schild. Voringfossen, so heißt der Wasserfall hier. Und es geht da lang weiter. Ich höre ihn auch schon ganz leicht rauschen im Hintergrund. Anscheinend kann man hier oben auch gut übernachten. Aber schon sehr gedrungen, der Platz. Auch hier, wie an den meisten Parkplätzen in Norwegen, so ein öffentliches Toilettenhaus. Die leider teilweise von den Benutzern sehr zugesaut sind. Ja, hier gibt es den ersten Aussichtspunkt anscheinend. Aber wie ihr seht, sieht man nichts, aber hören tue ich was. Und hier geht der Weg lang, also richtig asphaltiert. Nicht zu verfehlen. Hier oberhalb ist ein Fossli Hotel. Ja, und hier geht es jetzt auf so einen Skywalk oberhalb des Wasserfalls. Was mir jetzt gerade nicht wirklich viel bringt. Man kann es nur erahnen. Ich denke, ich werde diesen Weg jetzt einmal gehen und dann auf das Wetter hoffen, damit es noch aufklart, um was zu sehen und auch um euch das zeigen zu können. Also wahrscheinlich bis später. Ich denke, ihr könnt es erkennen, wie da der Wasserfall runterkommt, wenn auch nicht gut. Ist auf jeden Fall schon mal sehr beeindruckend und auch auf der Seite ist ein kleiner zu sehen, den man so kaum erkennt auf der Kamera. Es zieht leider immer wieder ein bisschen Nebel ab, dann kommt er stärker wieder. Ansonsten ist das hier ein wunderbares Gelände, wo man echt viel erleben kann, denke ich. Aber wie gesagt, mal abwarten, was gleich noch kommt. Ja, wie ihr seht, ich habe erstmal noch ein bisschen gewartet. Aber das bringt nichts. Ich habe gerade auf die Wetter-App geschaut. Also gegen Abend soll es aufklaren. Daher werde ich jetzt hier nicht noch 10, 11 Stunden warten. Das ist Quatsch aus meiner Sicht.
Ich fahre dann weiter und schaue mir die nächsten Sachen an, die auf der anderen Seite des Fjords liegen und wettertechnisch auch besser sein sollen. Also, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch bei mäßigen Aussichten. Ich bin stets bemüht, ne? Macht's gut, euer Markus.